Sonnenaufgang, 20 Kilometer vor der französischen Küste. Nathalie Pohl mitten im Ärmelkanal, Weltrekordversuch bei 18 Grad Wassertemperatur. Meistens startet man nachts wegen der Strömung. Das Wasser ist einfach nachts ruhiger als tagsüber. Deswegen bekomme ich eben in der Nacht so Lichter an die Badekappe und an den Badeanzug, damit das Begleitboot mich auch sieht. Weil sonst wäre es ja für die unmöglich, mich zu finden. Normalerweise findet man die 25-jährige Marburgerin hier im Hallenbad in Kirchhain. Hier trainiert die Extremschwimmerin täglich, teilweise bis zu 7 Stunden. Ich schwimme ja schon eigentlich, seitdem ich denken kann. Also damals, ich bin ja viele Jahre im Becken Wettkämpfe geschwommen. Ja, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dann bin ich erst im Bodensee geschwommen. Und das lief super. Das waren, glaube ich, damals 14 Kilometer. Und dann habe ich einfach gedacht, es macht mir super viel Spaß, eben auch nicht die ganze Zeit nur hier im Hallenbad hoch und runter zu schwimmen, sondern einfach ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Jede Menge Freiraum hat sie auf den 22,5 Kilometern zwischen der britischen Kanalinsel Jersey und dem französischen Festland. Bis auf ein paar Quallen ist das Meer erstaunlich klar. Das hat Nathalie Pohl beim Durchqueren anderer Meerengen oft schon ganz anders erlebt. Ich bekomme das ja live mit, also wie die Meere wirklich verschmutzt sind. Und wenn man jetzt auf dem Boot sitzt oder so, dann denkt man, sieht man ab und zu mal eine Plastiktüte da vorbeischwimmen. Man schwimmt in Plastiktüten, da liegen Europaletten, da liegen, keine Ahnung, alles schwimmt da rum. Bei Nathalie Pohls Rekordversuch gelten strenge Regeln. Trotz kühler Temperaturen darf kein Neoprenanzug getragen und das Begleitboot niemals berührt werden. Verpflegung wird ihr schlicht zugeworfen. Extremschwimmer leben gefährlich, so wie Nathalie selbst vor 5 Jahren auch hier im Ärmelkanal. Damals war ich vorher eben krank und das war so mein erstes großes Schwimmen. Und ich wusste eben nicht, dass man hätte einfach komplett fit sein müssen. Habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt trotzdem, weil ich eben ein Jahr lang dafür trainiert habe. Und nach, ich glaube, fast 12 Stunden hat mein Vater mich rausgeholt aus dem Wasser. Genau, das Wasser in meine Lunge gelaufen. Dann war ich mehrere Tage im Krankenhaus. Ganz allein im Wasser auf hoher See. Vielleicht nicht unbedingt im Ärmelkanal, aber in anderen Meerengen bekommen Extremschwimmerinnen schon mal Besuch aus der Tiefe. Nee, ich habe keine Angst davor. Also ich weiß, dass die Haie und was auch alles da rumschwimmt, ja da leben. Das ist ja deren Lebensraum. Und ich bin da ja nur Gast sozusagen für den einen Tag. Aber ich habe jetzt keine Angst davor. Ich habe Respekt und ich sag jetzt mal, mir ist es jetzt noch nie passiert, dass ich einen Hai getroffen habe. Aber Delfine, Wale haben wir schon gesehen. Und dann sieht sie das Festland, die französische Küste. Und Nathalie Pohl liegt unfassbar gut in der Zeit. Nach knapp unter 5,5 Stunden am Limit hat sie wieder Boden unter den Füßen. Weltrekord. Ja, ich habe es in der Sekunde gar nicht so krass realisiert, dass es jetzt wirklich ein Weltrekord war. Aber man freut sich natürlich mega. Also ich habe mich super da gefreut und dann auch über die ganzen Nachrichten. Von der Insel Jersey nach Frankreich. Schneller geschwommen als je ein Mensch zuvor. Nathalie Pohl aus Marburg.